Herzlich willkommen zu unserem Wochenmagazin Fraßstands aktuell. Wir sind aus der Weihnachtspause zurück und wünschen Ihnen alles Gute im neuen Jahr 2024. Freuen Sie sich nun wieder auf aktuelle und unterhaltsame Beiträge aus unserer Marktgemeinde. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Die Sternsinger-Aktion feierte heuer das 70-jährige Jubiläum. Auch in Fraßstands strömten viele Mädchen und Jungen zu den Häusern, um die Friedensbotschaft zu überbringen. Als Kaspar, Melchior, Balthasar und der Stern sammelten sie zugleich tatkräftig Spenden. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von der BikeSee. Wir haben den 6. Januar, Dreikönigstag, und bei mir steht die Miriam Wörgotter vom Sternsinger-Team hier in Fraßstands. Miriam, ihr feiert heute ein besonderes Jubiläum, oder? Ja, genau. Heuer jährt sich zum 70. Mal, dass die Sternsinger durch Vorarlberg ziehen und Spenden für arme Länder sammeln. Ja, und hier in Fraßstands sind auch wieder viele Sternsinger dabei, schon im Zentrum, oder? Ja genau, also hier im Fraßstandszentrum haben wir 56 Sternsinger heuer, die an zwei Tagen, also heute am 6. und morgen am 7. Jänner, die Haushalte besuchen und den Segen bringen. Ja, ich denke mal, da sind auch einige Haushalte hier zu gehen, oder? Ja, doch. Also wenn ich jetzt schätzen müsste, tun wir jetzt gerade schwer, aber die Kinder sind jetzt heute von 13:30 und morgen ab 1 Uhr nachmittags bis 5 Uhr nachmittags unterwegs. Und ich hoffe, dass wir alle besuchen können und dass wir auch viele zu Hause antreffen. Wir gehen von Haus zu Haus und sammeln für Kinder in Not. Wir ringen den Segen und bitten. Christus segne dieses Haus und alle, die hier gehen, ein und aus. Zu welchem Zweck wird denn heuer gesammelt? Also es sind jedes Jahr etwa 500 Projekte, die unterstützt werden, und es gibt immer ein großes Beispielprojekt. Und heuer gehen viele Spenden nach Guatemala, um dort Kinder und Jugendliche zu unterstützen, ihre Rechte zu sichern, ihnen einen sicheren Ort zu schaffen, an dem sie lernen können und auch, dass sie einen Beruf erlernen können. Nicht, dass sie schon als siebenjährige Kinder arbeiten gehen müssen, sondern dass sie sich selbst eine Zukunft schaffen können. Das heißt, Kinder hier in Fraßstands helfen Kindern anderswo, wo es ihnen nicht so gut geht. Ja, ganz genau. Das ist das Hauptanliegen. Richtig. Ja, dann wünschen wir der Aktion heuer auch wieder viel Erfolg, und es sind natürlich auch immer Helfer, die damit das Ganze unterstützen, oder? Ja, ganz genau. Das ist vielleicht auch einmal wichtig zu sagen. Und zwar sind zahlreiche Helfer ehrenamtlich unterwegs. Die Kinder bekommen die Süßigkeiten, die sie von den Haushalten bekommen. Und die Helfer machen das ehrenamtlich. Also wir bekommen nichts dafür. Wir möchten hier auch unseren Beitrag leisten und arme Länder unterstützen. Willst du den Weihnachtsbaum entsorgen, so verschiebe es nicht auf morgen. Für abgeräumte Christbäume gibt es in Fraßstands folgende Termine zur Abgabe: am Donnerstag, dem 11. Jänner von 15 bis 17 Uhr, am Freitag, dem 12. Jänner von 8 bis 12 Uhr und am Samstag, dem 13. Jänner von 10 bis 12 Uhr können Bäume beim ehemaligen Bayer-Areal auf Kasal 2 abgegeben werden.
Zudem führen die Funkensünfte Sammlungen durch. In Ammerlügen und Frasterfeders finden diese am Samstag, dem 13. Jänner, statt. In Fellngatter und im Sonnenheim sammeln die Zünfte die Palme eine Woche später, am 20. Jänner, ein. Nun ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Donnerstag, dem 18. Jänner um 19 Uhr, lädt die Marktgemeinde wieder zum Neujahrsempfang in den Adalbert-Welte-Saal ein. Als Rednerin ruft die Unternehmerin Verena Augster dazu auf, ungenutztes Potenzial zu entdecken und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft einzusetzen. Am Freitag, dem 19. Jänner, heißt es wieder Vorhang auf für eine neue Ausgabe der beliebten Filmreihe Kino vor Ort in der Museumswelt. Die österreichische Komödie Griechenland oder der laufende Huhn entführt mitten im Winter ins heißgeliebte Griechenland und wartet mit allerlei Verwirrungen und Überraschungen auf. Die beiden Vorführungen finden wie immer um 18 und 20 Uhr im Museumskino der Museumswelt statt. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht. Jetzt wünschen wir wieder gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Die Marktgemeinde Frastanz steht 2024 vor einigen herausfordernden Aufgaben. Wir haben mit Bürgermeister Walter Gohm über das Budget für 2024 gesprochen. Grüß Gott, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer von Drei Schwestern TV. Das Budget 2024 der Marktgemeinde Frastanz ist heute Thema, wo ich mit dem Finanzreferenten und Bürgermeister Walter Gohm heute ein bisschen anschauen darf. Walter, herzlichen Dank, dass du uns zur Verfügung stehst und uns ein bisschen einen Einblick in dieses Zahlenwerk gibst. Ja, zuerst einmal herzlichen Dank an den Schwesterkanal für die Möglichkeit, heute einmal in der Runde, mittlerweile schon bewährten Runde, den Voranschlag in dem Fall für das Jahr 2024 zum Erläutern. Es ist ein Satz in der Presseaussendung drin, die ja kürzlich rausgegangen ist, wo in etwa so lautet, dass es wahrscheinlich noch nie so schwer war, einen Voranschlag für ein Kalenderjahr 2024 zu erstellen. Was ist denn damit gemeint? Jawohl, das habe ich auch in der Gemeindevertretungssitzung, wo der Voranschlag 2024 einstimmig genehmigt worden ist, genau so gesehen. Es ist eine riesengroße Herausforderung, auch für die Marktgemeinde Frastanz, einen Voranschlag für das Jahr 2024 zu erstellen. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite natürlich die Teuerung, die trifft natürlich auch die öffentliche Verwaltung ganz, ganz stark. Mhm. Die steigenden Personalkosten, ebenfalls ein Thema, was uns sehr, sehr stark beschäftigt. Denn auch nicht beeinflussbare Ausgaben, speziell im Rettungs-, Sozial- und Spitalsfonds. Und auf der anderen Seite stagnierende Einnahmen aus den Ertragsanteilen. Und das hat es nicht ganz einfach gemacht, einen Voranschlag für 2024 zu erstellen. Wenn man sich das Zahlenwerk anschaut, die Summe der Einnahmen und die Summe der Ausgaben, dann ist ein Abgang festzustellen. Es ist richtig. Wir haben uns, wie es bei uns in der Gemeinde schon langjährige Tradition ist, versuchen wir immer sehr die Sicherheit im Voranschlag 2024 auch abzumildern. Die Sicherheit bedeutet, wir haben natürlich die Einnahmen, die zu erwartenden Einnahmen berücksichtigt und wir haben die Ausgaben sicherlich dahingehend recht hoch angesetzt, einfach um keine Überraschung im Mai 2025, wenn denn auch der Rechnungsabschluss für das laufende Jahr, für das Jahr 2024 vorliegt, dass man da nicht eine negative
Überraschung erleben. Ich möchte aber schon noch ergänzend dazu sagen, trotz dem prognostizierten Abgang, den wir jetzt einstimmig beschlossen haben, und wir haben es nicht einfach gemacht, alle Fraktionen haben da gemeinsam einen sehr starken Input auch geliefert in diesen Voranschlag. Wir haben mehrere Gesprächsrunden gehabt im Finanzausschuss, im Gemeindevorstand und dann in letzter Konsequenz natürlich in der Gemeindevertretung, die dann auch den Voranschlag zu beschließen hat und das auch einstimmig beschlossen hat. Nichtsdestotrotz gibt es Vorhaben, die wir natürlich auch im Jahr 2024 umsetzen möchten. Und ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir nicht jetzt Projekte mit nach außen oder nach hinten schieben, sondern dass wir die Projekte jetzt auch angehen. Es gibt Projekte, die wir für 2024 geplant haben. Ich möchte nur einige erwähnen. Auf der anderen Seite natürlich das Bildungszentrum in Fellengatter, das doch mit einem sehr hohen Ansatz jetzt einmal im Voranschlag berücksichtigt ist. Wir reden da von 3,7 Millionen, die im Zahlungsplan für das laufende Geschäftsjahr vorgesehen sind und aufgebracht werden müssen. Wir haben gemeinsam mit den Regiogemeinden aus dem Walgau das Schwimmbad in der Unteren Au, wo wir bereits die Bauarbeiten gestartet haben, wo die Bauarbeiten erfolgt sind. Das Projekt muss man noch immer größerer Rahmen sehen. Wir haben bereits im Winter 2023 angefangen, den See abzutiefen bzw. auf den ursprünglich genehmigten Zustand wieder zu bringen. Dieses Material, was man dort aus dem Badesee entnommen hat, das hat man zum sehr großen Teil auch wieder für die Erweiterung der Sportplätze verwenden können. Jetzt kommt der nächste Schritt, die Sanierung des Schwimmbads Untere Au. Das Schwimmbad ist mittlerweile auch in die Jahre gekommen, ist rund 35 Jahre alt. Und wir haben das Projekt in der Region im Walgau vorgestellt. Es ist auch von den anderen 13 Gemeinden sehr positiv aufgenommen worden. Sie haben sich bereit erklärt, auch die Investitionen mitzutragen. Dort auch einen recht herzlichen Dank an dieser Stelle. Man muss sich immer vor Augen halten, dass so Gemeinden wie Bürst, die recht weit von Frastatt entfernt sind, ebenfalls herausfordernde Situationen momentan vorfinden, was in der Gestaltung eines Voranschlages sind, sich trotzdem bereit erklärt haben, auch diese Investitionen im Frastand mitzuträgen. Das ist nicht selbstverständlich und da möchte ich noch einmal einen ausdrücklichen Dank an dieser Stelle anbringen. Vor der startenden Badesaison 24 ist jetzt einmal geplant, das Badgebäude, das Infrastrukturgebäude zu sanieren. Da hat man bereits die Photovoltaikanlage errichten können. Mit diesem Strom, der da produziert wird, wird dann die Gastronomie versorgt in der Unterau. Es wird aber auch die Bewässerung der Plätze mit dem erzeugten Strom erfolgen. Und somit haben wir da, glaube ich, schon auch ein ökologisch sehr wertvolles Projekt, was wir dort gemeinsam umsetzen. Nach der Badesaison 24, sprich ab September, soll dann die zweite Ausbaustufe erfolgen. Die zweite Ausbaustufe ist dann die Neugestaltung des Gastronomiebereichs, also alles, was mit Essenszubereitung, Essensausgabe, aber auch mit Möglichkeiten, dass außerhalb des Badebetriebs Veranstaltungen stattfinden können in der Unterau. Und so versuchen wir da den nächsten Schritt dann zu machen. Das sind sicherlich zwei sehr große Projekte, die wir im Jahr 2024 vor uns haben. Es gibt noch Projekte wie zum Beispiel die Erweiterung des Gemeindeparks, wo wir zum Abschluss bringen werden. Es wird sicherlich auch im Zuge der Erneuerung der Brücke, die vor dem Rathaus ja derzeit eine sehr große Baustelle verursacht. Da wird man im gleichen Zug den auch den Vorplatz adaptieren bzw. auch neu gestalten. Und es ist auch im Voranschlag mit Ihnen eine Radwegverbindung zwischen Frastanz und Fellkirch, wo derzeit das Behördenverfahren am Laufen ist. Und das sind natürlich große Projekte, die sehr große Herausforderungen mit sich bringen, finanziell sehr große Herausforderungen mit sich bringen, aber auch einen deutlichen Mehrwert schaffen für die Marktgemeinde Frastanz. Etwas, was bei der Gemeindevertretungssitzung damals auch gefallen ist, eine Aussage ist, dass man auch laufende Investitionen immer wieder prüft und schaut, ob man auch noch Einsparungen machen kann. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Faktor, dass man da erstens einmal dahinter ist und dass es so feige Lücke gibt, wo das einfach im Auge hat, oder?
es ist ein Gebot der Stunde. Sämtliche Ausgaben, sämtliche Investitionen, die wir planen und die wir jetzt einmal in einem groben Gerüst einmal so im Voranschlag auch berücksichtigt haben, die müssen natürlich laufend hinterfragt werden, die müssen laufend geprüft werden und es muss auch laufend angeschaut werden, in welcher Form Einsparungspotenzial möglich ist. Einsparungspotenzial nicht unbedingt dahingehend, dass das Projekt total verkleinert oder massivst verändert wird, aber dass wir einfach versuchen, bestmöglich die finanziellen Mittel auch für ein Projekt zum Einsetzen, so dass am Ende des Tages ein ordentliches Projekt rauskommt, aber es wird nicht möglich sein, dass alle Vorhaben, wenn sie noch so vehement und noch so lautstark vorgetragen werden, auch immer zur Umsetzung kommen. Also wir müssen uns nach der Decke strecken. Es sind auch bei uns im Haus, in der Verwaltung, sind auch die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter natürlich angehalten, laufend zu prüfen, welche Ausgaben, welche Investitionen wirklich sinnvoll sind und welche das auch tatsächlich notwendig sind. Und an dem würden sie gemessen werden. Der Bereich Abgaben, den die Mitbürgerinnen und Mitbürger natürlich unmittelbar betrifft, ist in diese Richtung auch was geplant? Ich möchte ein bisschen ausholen bei dem Thema. Es ist ein sehr komplexes Thema, alles was gemeindeeigene Abgaben und Gebühren betrifft. Das ist etwas, was man glaube ich ein bisschen größer anschauen muss. Einerseits, eine Gemeinde ist nicht ein Unternehmen, das mehr Umsatz lukrieren kann. Also sprich die Einnahmen, die werden uns mitgeteilt, die kriegen wir rechtzeitig über das Land Vorarlberg, über die Gebarungskontrolle zugesandt, mit welchen Einnahmen wir überhaupt rechnen können in einem laufenden Jahr. Das haben wir auch für 2024 gekriegt, ist schon im Voranschlag ersichtlich. Es gibt natürlich das Thema Gebühren und Abgaben. Gebühren und Abgaben ist sicherlich ein großer Teil der Einnahmen ist das, was die Betriebe über die Kommunalsteuer zum Gemeindehaushalt beitragen. Da haben wir auch die glückliche Situation, dass wir ein traditioneller Wirtschaftsstandort in Frastand sind. Wir haben sehr viele gute, florierende Unternehmen, die auch einen sehr wesentlichen Teil von rund 2,6 Millionen Euro zum Haushalt der Marktgemeinde Frastands beitragen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, was die Gebühren und Abgaben generell betrifft, da gibt es im Jahr 2024 die sogenannte Gebührenbremse. Gebührenbremse soll in die Richtung funktionieren, dass mögliche Gebührenerhöhungen, die einfach aufgrund der Kalkulationen, die dahinter stehen, sprich auch in diesem Bereich höhere Energiekosten, höhere Personalkosten, da sind wir als öffentliche Verwaltung auch angehalten, das nach wirtschaftlichen Kriterien zu prüfen und auch zu kalkulieren. Und auch die Empfehlungen, die ausgesprochen werden über Gemeindeverband, sprich Müllgebühren als Beispiel, auch entsprechend anzupassen. Die Anpassungen sind deutlich unter der Inflation ausgefallen. Wir sind mit 6,5% rund über alle Gebühren im doch sehr niedrigen Bereich. Und, wie bereits ausgeführt, soll die Gebührenbremse auch im Jahr 2024 denn noch Berücksichtigung finden, so oder so Haushalte, die mit großen finanziellen Belastungen derzeit versehen sind, dass die auch entsprechend abgefedert werden können. Das Werkzeug würden wir natürlich auch entsprechend einsetzen, das würden wir auch entsprechend ausnutzen und diesen Rahmen, der da der Marktgemeinde Frastands zur Verfügung steht seitens des Bundes, den würden wir dann auch wieder den Freistanzerinnen und Freistanzer zugutekommen können. Das Thema Flächenmanagement ist auch schon öfters gefallen, nicht nur bei der letzten Sitzung, sondern auch davor ist mir das Thema auch schon zu Ohren gekommen. Was versteht man denn unter dem? Ja, ich glaube, es ist wichtig, wenn eine Gemeinde sich entwickeln will, dann muss man global die Möglichkeit prüfen, wenn es Chancen gibt, um Grundstücke anzuschaffen, um die Gemeinde langfristig und nachhaltig positiv zu entwickeln, dass man solche Chancen auch wahrnimmt. Ich darf in Erinnerung rufen, wir haben sowohl im Jahr 2022 als auch davor, im Jahr 2020, zwei sehr bedeutende Grundgeschäfte im Zentrum der Marktgemeinde Frastands machen können. Auf der einen Seite das Beschiner Haus und das letzte mit dem Gasthof Krütz, wo wir Gründe
bzw. Flächen für die Zentrumsentwicklung der Marktgemeinde Frastanz uns sicher haben können. Das sind nicht Flächen, die man kurzfristig anschauen darf. Ich glaube, das sind Flächen und auch Entscheidungen, die ebenfalls einstimmig in der Gemeindevertretung gefasst worden sind, die einfach wichtig für die kommenden Generationen auch sind, dass wir einfach diese Flächen noch zur Verfügung haben, so dass wir auch das Zentrum der Marktgemeinde Frastanz entwickeln können. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist auch Flächen, die wir aus einer Verlassenschaft außer Koffer haben können, ebenfalls einstimmig zum Beschluss gebracht haben. Mhm. Das sind Möglichkeiten, die bieten sich ganz, ganz selten, dass man solche Grundgeschäfte machen kann, dass man auch als Gemeinde aktiv im Flächenmanagement tätig sein kann. Mhm. Da werden auf der einen Seite Landwirtschaftsgründe, Landwirtschaftsflächen auch den Landwirten wieder zur Verfügung gestellt. Es ist, glaube ich, wichtig, dass die öffentliche Hand sich gewisse Flächen sichert, um einfach auch für diesen Berufsstand der Landwirte und Bauern Flächen über Pachtverhältnisse zur Verfügung stellen zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt. Und da nehmen wir unsere Verantwortung, nehmen wir da natürlich auch wahr. Auf der anderen Seite aber auch natürlich sich wieder trennen können auch von Grundstücken. Auch das ist ein wesentlicher Punkt. Ich darf da auch in Erinnerung rufen, dass alleinig für das Bildungszentrum in Fellengatter klar die Auflage seitens des Landes da ist, dass ein Grundstück, die Gastner-Grundstücke im Schlossweg, auch zweckgebunden für das Bildungszentrum in Fellengatter veräußert werden sollen. Da gibt es bereits einen Beschluss dafür, dass dieses Grundstück denn auch veräußert werden soll. Und ein weiteres Baugrundstück wird auch im Jahr 2024 noch veräußert werden. Das ist ebenfalls schon in meiner Ansprache zum Planungsschlag 2024 so kommuniziert worden. Ist auch abgestimmt mit den anderen Fraktionen. Und auch das werden wir im Jahr 2024 in Angriff nehmen. Ja, Walter, das war ein sehr beeindruckender Einblick in den Voranschlag 2024, in das, wie du das auch schon genannt hast, Zahlenwerk. Ich möchte mich dafür recht herzlich bedanken. Ich glaube, die Einblicke sind für die Zuseherinnen und Zuseher sehr gut und erklären das Ganze noch eine Kleine besser. Und jetzt würde ich sagen, 2024 neue Herausforderungen erwarten. Und ich wünsche dir und auch deinem Team, deinen Mitarbeitern und Mitarbeitern ein erfolgreiches Jahr 2024 und dass alles so gelingen möge, wie ihr euch das vorgestellt habt. Ja, ich bedanke mich beim Dreischwester-Kanal, bedanke mich auch bei den Zusehern für das Interesse am Zahlenmaterial der Marktgemeinde Frastanz. Ich lade auch jeden ein, man kann jederzeit bei mir vorbeikommen, dann würden wir das natürlich auch gerne im Detail besprechen und auch erläutern. Es ist eine spannende Zeit, in der wir uns derzeit befinden, definitiv. Auch die öffentliche Verwaltung, aber wir stellen uns dieser Herausforderung und wir werden sicher schauen, dass wir das Beste für die Marktgemeinde Frastanz und für die Frastanzerinnen und Frastanzer auch wieder zum Umsetzen kriegen. Eine Wanderung zur Feldkircherhütte lädt auch im Winter zu erholsamen Stunden ein. Entdecken Sie mit uns den Geißweg, der vom Sturner Büchel aus zum beliebten Naturfreundehaus führt. Herzlich willkommen beim Dreischwester TV. Ja, es ist soweit. Der zweite Lockdown hat begonnen und wir nutzen die Gelegenheit wieder einmal zu einer schönen Wanderung. Wir sind heute auf Ammerlügen hochgefahren und jetzt hier zum Parkplatz am Sturner Bühl. Hier geht der Weg los, weil wir wollen heute mal den Geißweg gehen und wollen euch zeigen, wie er da geht. Ja, es wird mich freuen, wenn er mitkommt. Musik.
Ja, wir sind jetzt ein Stückchen auf dem Güterweg Richtung Vorderelbe gegangen und hier kommt jetzt schon die Abzweigung, wo es links auf den Geißweg geht, den wir heute mal gehen wollen, zur Feldkircher Hütte. Und ja, da müssen wir hier drauf achten. Hier geht es dann jetzt eine ganze Weile recht steil. Von daher ist es auch ganz gut, wenn man ein paar Stöckle dabei hat. Okay, komm mit. Ja, wir sind jetzt da an dem Punkt, wo der Geißweg noch mal kurz den Güterweg quert. Da geht es dann an der Serpentine links ab, den Geißweg weiter. Und den gehen wir jetzt noch ein ganzes Stückle bis weiter zur Feldkircher Hütte. Kommt mit! Hier kommt man jetzt an eine Stelle, wo der Geißweg einen anderen Querweg überquert und da muss man weiter den Berg hoch einfach gehen. Hier ist jetzt nicht direkt extra nochmal was angeschrieben, aber es erklärt sich ja quasi von selbst. Wir wollen ja weiter rauf zur Feldkircher Hütte und oben dann ein bisschen Pause machen. Okay, komm mit! Thank you.
Ja, jetzt sind wir da, haben wir an der Feldkirche Hütte. Und wie man sieht, gibt es da oben einen Kühlschrank, wo man sich mit frischen Getränken erfrischen kann. Das alles funktioniert kontaktlos und ist damit ja auch Corona-gerecht. Ja, hier oben ist es wunderschön, die Sonne scheint. Wir werden es jetzt noch ein bisschen genießen. Und danach kann man je nach Lust und Laune entweder denselben Weg wieder zurückgehen, man kann den Kuhweg zurückgehen, man kann den Ziehweg zurückgehen, also den Güterweg, oder man kann hier runterlaufen nach Ammerlügen direkt. Hat mich gefreut und gehen das einmal nach. Danke. Für heute sind wir am Ende von Frastanz aktuell angelangt. Ihre Anregungen und Wünsche nehmen wir gerne per E-Mail unter redaktion@dreischwestern.tv entgegen. Wir bedanken uns für Ihr Interesse und freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei sind. Bis bald.